willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland. Ich muss Gerste verkaufen. Es bringt nichts. Ich kann nicht auf den Toppreis warten. Also zumindest nicht bei der Gerste. Beim Dinkel werde ich noch ein bisschen warten. Okay. 40.000 Liter gehen hier, glaube ich, rein. Und dann wird man das verkaufen. Und 40.000, wir kriegen nur 40.000. Oder? Ja. Plane drauf und Attacke. 40.000 davon Krieg war 70%, kriegt man da überhaupt erst nur raus. Heißt ungefähr etwas unter 30.000. Unter 30. Holla. Etwas unter 30.000. Aber davon können wir zumindest schon mal einen Neumann bezahlen. Und dann müssen wir auf jeden Fall Ende der Woche noch Paletten zum Sägewerk bringen. Und dann überlegen, habe ich noch einen Palettenanhänger? Nee, ja. Wenn nur den Anhänger. Den Anhänger und den Joskin. Muss mir hier nachher die Bordwände runterschrauben. Na, warte mal, was ist denn eigentlich mit meiner Werkstatt, die verschwunden ist? Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Folge hier, hi. Moin. Du, ich wollte mal nachfragen, was denn jetzt eigentlich mit meiner Werkstatt ist. Und meinem Kercher. Und meinen Ballen. Dann müsste die ja ersetzt worden sein. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Stimmt, da stand gerade was rum. Bin aufmerksamkeitsblind. Hast du recht. Gut. Danke, das war's. Kercher auch? Ja. Ballen? Nein. Ja, die sind bestimmt verbrannt worden auf irgendeinem Lagerfeuer, ey. Scheißdreck da. Okay, gut, danke dir trotzdem. Jo. Tschö. Tschö. Stimmt, jetzt wo er es sagt, ist es mir gerade auch wieder eingefallen. Da stand tatsächlich was rum. Stimmt. Ja, so läuft man durch die Gegend. Man nimmt gar nicht Dinge, die man... Man nimmt so gar nicht wahr. So. Was ich auch, glaube ich... Ich denke, das können wir uns zeitlich leisten heute. Ich werde, glaube ich, mal bei den Blaubeeren vorbeischauen. Oder ich rufe die erstmal an. Blaubeer. Jo. Volker hier. Volker. Hi. Seid ihr zu Hause? Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und der Patrick ist auf Feld 135. Okay. Ich würde nämlich vielleicht so in einer halben, dreiviertel Stunde mal bei euch zu Hause vorbeikommen. Ja, das kannst du gerne machen. Ich würde gerne mal sehen, was bei euch so los ist. Viel. Viel? Ja. Oh oh. Action pur.
Vielleicht verzögert sich das Ganze ein bisschen. Okay. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das ist ein Zivilauto. Ich dachte, das wäre ein Polizeiauto. Ei, ei. Okay, aber der hat irgendwie komisch angehalten mit dem Drift. Ui, ui. Nee, so halten die nicht an, glaube ich. Nee. Okay, gut, dann bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich, ciao. Gut, dann fahre ich bei denen mal vorbei. Oh, 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 oh. Da wäre mir auch fast das Heck ausgebrochen. Also die Zeit muss sein, dass ich mal bei den Blaubeeren vorbeigucke. Ich will nämlich mal wissen, wie es denn mit der Produktion läuft. Was ist mit ihrer Molkerei? Ob sie da Gewinn machen? Und so, und so, und so, und so. Ob sie sich vergrößern wollen noch? Weil das würde natürlich je nachdem für mich auch mehr Gewinn bedeuten. Auf Feld 135? Haben die noch ein zweites Feld gekauft, oder was? Ach, 135? Ist doch eine Wiese, eine riesige. Direkt neben denen im Hof. Der Glas muss nächste Woche auch mal wieder in den Service. Und tanken muss ich denn. Vielleicht haben sie die Wiese auch nur gepachtet. Achtundzwanzigtausend. Dann überweise ich gerade mal an den Neumann Geld. Fünftausendfünfhundert. Hätte ja fast geklappt hier mit dem Drehschemel, ne? Ist halt doch eine Kunst, mit dem Teil rückwärts zu fahren. Gut. Einmal korrigiert, ist okay. Bin absolut zufrieden.
Nee, da sitzt keiner drin. Wo sind die denn? Oh, oh, oh. Sauber machen müssen die mal. Hä? Ist doch gar keiner da. Da kommt jemand. Hi. Ach, Volker. Was ist denn? Hi, Volker. Servus. Schönes Ding fährst du da. Dankeschön. Oh, das ist aber ein 5000er. Servus, ja. Björn. Ja, das ist der 5000er. Ja. Ich habe nur den kleinen hier. Ja, der sieht aber... auch Mist, sagt man. Hä? Klein Vieh macht auch Mist, sagt man. Ja, ja, aber der große, der sieht schon noch mal ein bisschen besser aus mit der Schnauze, ne? Wenn man so vergleicht. Bisschen bulliger, ne? Ja, ein bisschen brutaler. Deswegen machen die mal alle Platz auf der Straße, wenn wir kommen. Ein Vorteil muss es haben, ne? Wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Schon lange nicht mehr gesehen, vor allem dein Bruder hier. Ja, der war ja lange im Ausland, ne? Ja, was hat er gemacht? Was hast du denn gemacht? Fortbildungen. Fortbildung? In was? In der Landwirtschaft. Aha. Landwirtschaftlich und für Tierhaltung. Ach so, okay. Dacht schon. Was anders. Nee, nee. Okay, ich wollte wissen, wie es bei euch denn so wirtschaftlich, ob alles läuft. Interessiert mich. Wirtschaftlich läuft es ziemlich gut. Ja, die Molkerei gewinnbringend. Ja, so gewinnbringend, dass wir uns getraut haben, einen Kredit aufzunehmen, um in weitere Fabriken und Felder zu investieren. Oh, was für Fabriken? Ja, wir haben uns jetzt die Mühle zugelegt. Da wollen wir einsteigen oder sind eingestiegen. In der Bäckerei dann gleich im Anschluss. Und ich glaube, die dritte hieß Bärbels Backwelt. Bärbels Backwelt? Jo. Okay. Und dann haben wir uns noch ein Fältchen gegönnt. Oha. Das sieht ja wirklich gut aus bei euch. Ja. Hey, das lief halt so gut und da haben wir gedacht, komm, wir fühlen uns hier wohl, dann investieren wir jetzt mal und... Ich muss ja auch sagen, bei euch merkt man aber auch, dass was vorwärts geht, weil da stehen immer wieder mal neue Sachen rum. Ja, einen Drescher haben wir uns auch noch gegönnt, ganz nebenbei, ja. Ah, den Rostelmesch da hinten. Ja, ja, genau. Ja. Der ist schick. Ja, für uns reicht der. Ja, ich habe noch keinen, ich muss immer den vom Jürgen benutzen. Ja, boah, jetzt aber dafür bist du schneller fertig, weil der ist größer. Ja, ist halt schon ein bisschen nervig, du bist immer abhängig davon. Das ist ja, ein bisschen doof. Das ist richtig, ja. Deswegen haben wir gesagt, wir investieren gleich in ein neues, ein eigenes. Wir können jetzt unter Anführungszeichen arbeiten frei nach Schnauze. Ja, ja, das ist schon ein Vorteil. Wir müssen nicht beim LU anklopfen und fragen, ob sie uns jetzt dann helfen oder ob wir sie ausleihen dürfen. Ja, es sind auch wieder Kosten. Ich meine, irgendwann amortisiert sich das. Ich habe jetzt zweimal unser Feld dreschen lassen vom LU und das waren jedes Mal 10.000 Euro, ne? Ja, klar. Summiert sich natürlich, ne? Ja, 10 mal dreschen, ne, 20 mal dreschen, dann bist du wieder fast drin. Ja, mhm. Ist der große, welcher ist das, der 161 Hostelmesh oder welcher ist das? Oh, lass mich schnell nachschauen. Wir können mal rübergehen. Der 161er, ja, ja. Ah, ja, ja. So sah es nämlich auch aus. Der ist schick, der lacht mich auch ein bisschen an. Was hat der gekostet? Etwas über 500.000 haben wir bezahlt. Also ja, Steuer ja, und... Ja, so. Steuern und... Aber mit Schneidwerk und allem. Ja, genau, mit Schneidwerk und... Nur normales oder auch Mais? Nee, nur das normale. Okay. 500.000. Auch noch eine Stange Geld, ey. Aber der ist schon schön. Ja. Gerne anfangen und dann schön langsam, wenn das Geld fließt,
erweitern. Ja, ja, ja. Ah, ich muss mal gucken. Haben jetzt den Hacker noch gekauft gestern. Oh. Hm. Ich musste. Ich kam nicht mehr hinterher mit dem kleinen Anhänger Hackschnitzel da zu machen. Deshalb. Okay. Musste ich einen Hacker kaufen. Aber, ja, Neumann hat auch schon angefragt. Der will auch 50.000 Hackschnitzel schon haben. Ja, läuft doch dann, ne? Ja, denke auch. Ja, der braucht es ja fürs Saat, ich meine, fürs Düngerproduktion, fürs Heizmaterial. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ich denke, das rentiert sich schon, auch wenn ich eigentlich nur durch einen Neumann Gewinn mache. Aber ich reduziere halt meine Arbeitszeit und meine Kosten. So ist es. Du hast ja vorher alles mit einem Stationären gemacht. Du hast ja da den Stationären gehabt, gell? Nee, oder? den mobilen hatte ich. Den. Das war ja das Problem. Ich musste ja immer von A nach B fahren, gucken, wo ich ein paar Bäume abkriege. Und dann immer das Verladen und Kleinschneiden und Murks. Was wirft denn der aus? Muss ich gerade mal ins Tablet gucken. Mann, wo ist er denn? Hier. Oh, der ist schon durchgelaufen. Oh. Ich habe reingeworfen 36.000 Liter Holz knapp. Hab jetzt 76.000 drin. Ui, das ist aber, ne? Das ist super. Ist ein schöner Durchsatz. Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem, du siehst, sparst jetzt jede Menge Arbeit. Ja, der läuft nebenbei. Das ist das Schöne daran. Aber das ist gut. Das ist gut. Dann mache ich mich mal los und rufe Neumann an, weil dann kann der mir Geld überweisen. Wie schaut es bei dir mit der Metzgerei aus? Wenn ihr Bock hast, dann trinkt man. Habt ihr einen Kaffee oder so? Ja, ich gehe mal gucken. Ich gehe mal einen kochen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher beim Kaffee wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen. Tschüss.